Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Heute am 12. April 2018 um 10.10 Uhr am Morgen, Vormittag. Und in der letzten Folge haben wir die Peacekeeper-Welt abgeschlossen. Befinden uns jetzt hier in der Welt der Magic Crafters. Und bevor es weitergeht, werde ich jetzt mal hier wieder was anpassen, weil ich immer noch nicht damit hundertprozentig zufrieden bin. Ich habe den Sound jetzt 3% hochgestellt, also von 40 auf 43. Und werde jetzt hier die Musik mal so hinstellen und hoffen, dass sie jetzt alle im Einklang mit meiner Stimme sind. Yay! Ich habe natürlich wieder mal reingehört und das ist echt... Ups! Herzlichen Glückwunsch. Das ist echt so ein Ding. Also, ich finde, kopfhörertechnisch klingt das schon recht gut. Beziehungsweise ist der Ingame-Sound schon wieder fast lauter als ich. Aber wenn ich mir das über Lautsprecher anhöre, dann ist es genau andersrum. Und ich... Moment. So, es sind zwei Wege. Und ich bin ja immer auf der Lautsprecherfraktion, ja. Also nur mal so, ja. Da wollte ich jetzt mal, dass ihr wieder Bescheid wisst. Falls das jetzt irgendwie... Ach, da ist wieder der nächste Eiermann. Krass. Ist das ein Feind? Oder ist das ein Typ, mit dem ich... Okay. Das hätte jetzt auch so wie aus dem zweiten Teil so ein Typ sein, mit dem man reden kann. Nicht, dass sie irgendwie denkt, oh, Moment, das hört sich jetzt anders an, aber der hat doch den Sound bestimmt nicht verstanden. Wahrscheinlich habe ich eine Wahrnehmungsstörung und sollte mich einweisen lassen oder so. Nein, nein, das ist nicht so. Willkommen in der Magic Crafters Welt. Bitte befrei die Drachen. Finde unseren Schatz und nimm diesen elenden blauen Dieben die Dracheneier ab. Magic Crafters. Schön mit A, mit 3 A am besten. Oh, sie haben das erste Mal von den Eiern gesprochen. Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Endlich wird mal drüber geredet. Gott, mein Headset sitzt nicht ordentlich anscheinend. Böses Headset. Das macht sich schon wieder eigenständig. Ist ja auch so ein... Ich hab so ein Headset, das kann man nämlich so, so ausfahren. Also quasi so enger machen. Und manchmal ist es dann, obwohl ich es meiner Meinung nach überhaupt nicht verstelle. Oh, du bist lustig. Ist es manchmal so, dass mir dann das Headset nach einer halben Stunde schon auf den Ohren wehtut und manchmal erst nach 8 Stunden oder so. Richtig, richtig komisch. Naja, warum erzähle ich das? Ich habe keine Ahnung. Teilweise denke ich, es liegt an meiner Frisur. Also wenn ich halt etwas längere Haare habe oder so. Etwas mehr Haare auf dem Kopf hab und nicht quasi eine Glatze hab, so wie das halt alle Deutschen tun, weil wir ja alle Nazis sind. Aber nee, es liegt tatsächlich nicht daran. Alpine Ridge. Oder Alpine Ridge. Okay, was ist denn jetzt hier los? Ist das nur Zufall? Ach nee. Ich hab den jetzt weggebamst, ne? Ich muss einfach nur schnell sein, genau. Wenn ich wahrscheinlich den Feueratem benutze, wird er dann in der Zeit schon weg sein, also ja, definitiv Ram-Attacke machen, es geht am besten. Moment, hat sich das gerade, ach nee, der gelbe Pfeil, der war da oben, ich dachte, der wäre da hier bei diesem Bogen gewesen. Das ist schon wieder so ein Eiertyp, habe ich jetzt nicht, ich glaube, ich habe jetzt 2 gesehen, ja? Interessant. Manchmal hat man keine, manchmal hat man zu viele. Wäre es nicht ratsam, in jeder Welt... Ich dachte gerade, jetzt kommt eine Sequenz, aber nee, das war ja bis jetzt immer so, ne? In jeder Welt und in der Oberworld jeweils einen zu haben? Naja. Mich soll es nicht stören, solange ich am Ende auf diese bis berüchtigten 120% komme. Es ist halt dann natürlich nur schwierig, wenn halt nicht in jeder Welt eine ist, dann... denkt man sich vielleicht so, jetzt habe ich das da vergessen, dabei war da nichts drin. Und ich meine, ich muss es ja wissen, weil ich ja überall 150 Mal lang laufe. Aber ja, ich werde jetzt, genau, hier mal zurückgehen, das ging schnell, wir haben gar nicht seine Route sehen dürfen. Damit ich es auch ja nicht vergesse. So, Mensch, das wird ein schönes, schönes Frühstück. Zum Schluss sammeln wir dann noch eine ordentliche Bratpfanne ein und dann wird schön Dracheneier gekocht. Jetzt muss ich spontan an das Gaia 3 denken. Diese Geschichte hier von wegen, das war mein letzter Hit.
Diese Geschichte von wegen, ich kann das ja mal kurz erzählen, weil das werden wir dann früher oder später auch auf diesem Kanal spielen. Bei Disgaea 3, da gibt es unter anderem so ein Kapitel, wo Mao, also in dem Spiel, wie gesagt, ich erkläre es euch jetzt mal ganz kurz, ihr habt hundertprozentig nie von diesem Spiel gehört. Und vielleicht regt euch das ja an, das zu gucken, dann wiederum könnte ich jetzt auch dafür sorgen, dass ihr es bei anderen schaut. Naja, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann könnt ihr mir auch gestohlen bleiben. Aber vielleicht wollt ihr dann auch so runterschreiben, so von wegen, hey, das klingt ja interessant, spiel das doch mal schnell. Also, ne? Und wenn das jetzt spontan 30, 40 Leute sehen wollen würden, dann würde ich das auch direkt einwerfen, glaube ich. Also, bei Disgaea 3 geht es ja darum, dass, es geht um eine Akademie. Und der, da gibt es quasi so einen Schwänzer, der heißt Mao, der ist der Sohn des Schuldirektors. Und der Schuldirektor, der hat Halldrache, Sandtor. Wenn du diese Pfeile siehst, kannst du einen Supersprint starten. Ach so? Supersprint, klasse. Los, versuch's mal. Und wahrscheinlich werde ich dann da hinten irgendwas einreißen. Yo, der Mao ist der Sohn des Schuldirektors und spielt gerne Spiele, also so PSP und so, und hat da auch Spielstände von über 500.000 Stunden. Und naja, sein Vater ist aber riesig und ist öfter mal auf die Konsole getreten und er hat sich dann irgendwann geschworen, seinen Vater zu töten, weil er seine Spielstände kaputt gemacht hat. Und naja, da gibt's dann quasi, er hat dann die absurde Meinung. Noch ein Drache. Boldar. Diese Pforte führt zu einem besonderen Ort, an dem du fliegen lernst. Ich weiß noch, als ich ein ganz junger Drache war und mir meine Flügel verdiente. Fliegen lernen. Alles klar. Yeah. Dieses typische, klischeehaftige, alter Mann redet viel, man unterbricht ihn. Das ist dann wahrscheinlich wieder so ein Ding, wie wir schon bei Nightflight hatten, aber das wäre jetzt nicht das erste Mal. Geht das Spiel davon aus, dass ich das hier als erstes sehe? Gott, ich latsch das gerade schon wieder viel zu lang, glaube ich, aus. Ja, auf jeden Fall hat Mao die Meinung, dass er seinen Vater nur besiegen kann. Also der erste Versuch schlägt halt natürlich fehl und er ist der Meinung, dass er nur gewinnen kann, wenn er sein Herz öffnet, weil er ist so Comic-fanatisch und liest immer von Superhelden und die haben ja immer ein offenes Herz und so. Jedenfalls gibt es dann da dieses Gerücht, dass dieses, das ist glaube ich Kapitel 3 oder so, dass dieses, dass es da so ein Ei gibt und wenn man das halt isst, dann öffnet sich das Herz von einem. Ja, deswegen habe ich das jetzt erzählt. Also, ja, keine Ahnung. So viel dazu. Ja, also tolles Spiel, Rollenspiel, hard grinden und so bis Level 9999. Also das sind immer so die Argumente, die ich dann bringe, wenn ich das Leuten erzähle, die keine Ahnung von dem Spiel haben. Es ist sehr, sehr viel schwarzer Humor, sehr, sehr viel Stereotypen, sehr, sehr anime-tastisch quasi. Sehr schön animiert und man kann halt bis Level 9999 kommen. So normalerweise ist das Limit ja eher so Level 100 oder bei manchen Spielen Level 180 oder 200 und da geht's einfach mal bis Level 9999. Jo, die Argumente reichen dann halt auch meist, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen. Macht echt Spaß. Moment, blow hard. Hard blasen. Okay. Tugo, der Ballonfahrer. Danke, Spyro, dass du so viele unserer Eier gerettet hast. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Beastmasters. Bleib hier. Ah, okay. Dadurch, dass wir jetzt so viele Eier haben, haben wir natürlich nicht hören dürfen, wie viel wir brauchen. Aber das war dann jetzt auch vielleicht der Grund, wieso hier zwei Eiermänner waren. Um auch sicherzustellen, dass man dann hier ab dem Moment vielleicht genug hat. Finde ich ganz nett. Ja, stellt sich dann, wie gesagt, die Frage, ob man das dann letzten Endes wirklich braucht. Moment, habe ich das jetzt hier eigentlich aufgemacht? Ich habe durch mein Gerede gar nicht aufgepasst. Oder, ich muss das jetzt nochmal machen. Bin mir jetzt nicht sicher.
gibt's da hinten irgendwo. Ah, nein, 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 nein. Okay. Da war nur das. Okay. So, wie viel fehlt mir? Ja, 138. Okay, okay, okay. 137. Gibt es hier eventuell vielleicht wieder irgendwelche Objekte, mit denen ich interagieren kann? Und welche verkackten Lichter oder so? Ah ne, warte, es gab ja zwei Wege, ne? Ich bin ja nur den einen gegangen. Ja, 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 guck hier. Ist wieder was? Wo geht's denn jetzt hier raus? Ansonsten kann ich ja... Wobei, das ist jetzt auch dumm. Weil ich es ja jetzt noch nicht weiß. Ich würde gerade sagen, Werbung... Ach, Moment, hier geht es gar nicht lang. Ja klar, weil ich ja da hinten war. Werbung für ein anderes Let's Play machen, was parallel läuft. Parasite Eve. Hätte ich es jetzt schon aufgenommen, könnte ich jetzt schon minimal was drüber sagen. Aber ich werde das erst dann spielen, wenn ich Spyro durchgespielt habe. Das ist eine Mischung aus Final... Gut, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Sagen wir Rollenspiel einfach. Nicht unbedingt Final Fantasy, aber Rollenspiel und Resident Evil. Habe ich bis jetzt immer nur so minimale Clips gesehen auf YouTube. Also das wird dann auch blind sein. Also wenn ihr Bock auf Survival Horror Rollenspiel habt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich denke, das wird ganz gut sein. Ja, also zumindest der erste. Der zweite weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht gespielt, aber vom dritten weiß ich ein bisschen mehr. Der hat dann tatsächlich nicht mehr so wirklich viel damit zu tun. Der war ja, glaube ich, dann auch auf der Wii oder so, also... Yeah! Naja. Was ist denn jetzt hier los? Ich meine, da fehlt ja noch so ordentlich was. Ha? Wo soll denn das jetzt sein? Ich meine, okay, du hast jetzt hier dieses Ding, welches kein... Oh mein Gott! Ich glaube, ich weiß, was der von mir will. Vielleicht ist ja auch so viel drin, dass... Aber nee, Moment, das geht gar nicht. Ich hatte gerade so die Idee, dass ich diesen Megasprint benutze. Aber der ist ja hier gar nicht vertreten. Der ist ja komplett woanders. Okay, okay. Interessant, wobei... Puh, ey. Das echt so gedacht ist? Tatsächlich, wow. Das war auch gar nicht so schwierig. Aber hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Warte mal, war es jetzt 300 oder? Okay. 400 war es nicht. Dann macht das Sinn. Dann könnte es eventuell wirklich hier noch irgendwo eine Kiste geben. Mit einem Zehner oder so. Oder halt natürlich... Es sind genau 10, oder? Naja, irgendwo ein 10er Edelstein. Fuck, 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 fuck. Jetzt geht's wieder los, Leute. Die Hauptbeschäftigung Nummer 1. Finde diesen einen übrig gebliebenen. Jetzt hätte ich beinahe zurückgebliebenen. Ja, in gewisser Weise ist er zurückgeblieben. Weil wir ihn ja noch nicht eingesammelt haben. Er liegt ja noch irgendwo rum. Ist auch so, sag ich mal, so ein verstecktes Wortspiel jetzt. Ach, vielleicht da hin. Ja, ja. Ist, wahrscheinlich liegt er da. Wahrscheinlich liegt er da, oder? Ja, ja, ja. Nee, hä? War ich hier schon? Da muss ich ja schon gewesen sein. Wenn hier nichts liegt. Ho, okay. Wahrscheinlich so unbewusst beim Reden oder so eingesammelt. Where is the Edelstein? Wo ist er? Ich weiß nicht. Wo soll denn der sein? Wo? Hier schon. Ja klar. Es ist ja Kreisverkehr. Tell me, wo bist du? Ups. Das war jetzt nicht so geplant. Ach, das war schon wieder mein Game Over. Zumal ich ja lang nicht mehr gespeichert habe. Wo löschte mich raus? Okay, ja, es ist ihm scheißegal. Schön, schön, schön. Problem ist jetzt natürlich wieder, dass die ganzen Gegner da sind.
Ja gut, du hast ja nichts. Weil dann können wir dir ja vielleicht nochmal folgen und sehen, wo du uns denn so hinbringst. Okay, da oben. Okay. Da kommen wir dann auch tatsächlich nicht mehr ran. Also es ist kein Kreisverkehr, wir müssen ihn da wohl risottoen. Ja gut. Oder war vielleicht doch einer der Gegner verpackt? Aber... eine schöne, verzerrte Laserstimme. Space-Stimme. Au, au, au. Oh, dein Ernst jetzt. Da oben schon. Das könnte vielleicht noch was sein. Oder? Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber es sah gerade so nach einem Schlüssel aus, ha? Huh? Konnte ich denn das schon wieder übersehen, ey? Wieso bin ich hier? Wieso bin ich hier? Und nicht bei dir? La 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 la. Au, au, au. Na gut, Moment, nein. Ah, fuck. Vielleicht mit... kann man das? Ich denke, das ist machbar. Vielleicht wird das auch verlangt. Wow! Nee, 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 nee. Da fehlt mir dann... so ein bisschen... die Möglichkeit zu gleiten. Also entweder ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen oder noch eine höhere Position finden. Au, 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 au. Bam, bam, bam. Oder vielleicht einfach von hier oben, wobei ich ja dann vielleicht auch direkt da drunter bin. Wobei, nee, nee, das müsste passen. Ja, ja, okay, so war das gedacht. Lul. Okay, ich weiß nicht, ob ich einen Schlüssel... Fuck, ich habe keinen Schlüssel. Nein! Nein! Dein Ernst jetzt? Okay, suchen wir mal einen Schlüssel. Ich habe überhaupt gar keinen gesehen. Ja, ich meine, wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ihn wohl auch schon eingesammelt, ha? Vielleicht jetzt mal ganz dumm gesagt. Geht das hier? Nein. Nee, das ist PS1. Das ist... Wobei, doch, doch. Es gibt sicherlich auch PS1-Wasserfälle, wo man hindurch kann, aber... das war keiner davon. Gut, dann mache ich es jetzt mal ein bisschen provokant. Flieg hier einfach mal so rum. Ich wüsste jetzt nicht, wo das sein sollte, ha? Huh? Und zugegebenerweise ist mein Geduldsfaktor jetzt heute auch nicht ganz so hoch. Dass ich jetzt großartig Lust habe, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Lul. Immer diese alten... Altbacken-Wortspiele. Sprüche. Ach, wie dumm. Jetzt habe ich den Schlüssel nicht. Oh. Rau, rau, rau. Jetzt muss ich an Ed denken. Wo zum Fick soll der Schlüssel sein? Da klingt das Handy. Ach, Mist, ey. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit dem Let's Play Spyro the Dragon. In der nächsten Folge hoffen wir mal, dass wir den Schlüssel finden, die Kiste einsammeln können und uns dann mal den Levin hier widmen können. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.